Heute testen wir das neue Ride Vision Assistenzsystem auf unserer Touareg im Straßenverkehr. Ja, nachdem wir in unserem letzten Video den Anbau und den Produktumfang von Ride Vision vorgestellt haben, wird mein Kollege Dominik euch heute das Bike zeigen. Dominik, was hast du heute vor? Ja, hallo zusammen. Wir kümmern uns heute mal um eine Testfahrt mit der Touareg mit dem Ride Vision. Ja, dann wollen wir auch mal schauen. Viel Erfolg! Dankeschön. So, hier sind wir jetzt schon relativ dicht aufgefahren mit 70 ungefähr. Und desto schneller wir fahren, desto eher erkennt das System das natürlich auch. Fahren jetzt mal auf die Überholspur. Hier jetzt wahrscheinlich ähnlich, genau. So, dann lass ich mal den Deadlift überholen, der tote Winkelwanner läuft auf. Und dann wollen wir mal gucken. So, 130 ungefähr, ich fahre mal auf den Deadlift auf. Und da löst das System auch schon aus. Immer, jetzt ist aus. So, an den Baken kann man gut erkennen, das sind weniger als 50 Meter und das System reagiert hier schon und hier genauso. Jetzt geht vorne beim Deadlift der tote Winkel an. Immer noch zu wenig Abstand, wenn ich mich zurückfallen lasse, passt das wieder. Und hier jetzt wieder gleiches Spiel. Ich fahr mal rechts. Der Deadlift den toten Winkelwanner. Ich weiß nicht, ob man sieht. Jetzt fahre ich mal neben den Deadlift. Und jetzt geht auch bei uns der tote Winkelwanner super an. Wir gucken noch mal. Ich fahre nochmal am Deadlift vorbei. Und auch hier geht der tote Winkelwanner sofort an. Also die ganze Fahrt hat auf mich schon mal einen sehr soliden Eindruck gemacht. Wir haben das System an vielen Punkten natürlich ein bisschen herausgefordert und getriggert, um auch die Belastungsgrenze des Systems herauszufinden. Auf mich hat es auf jeden Fall den Eindruck gemacht, als hätte es mehr als gut funktioniert. Dominik, was ist dein Eindruck vom System? Ja, was soll ich sagen, Jan? Also der tote Winkelwarner funktioniert ohne Probleme. Der Abstandswarner auch. Wenn man dicht auffährt, blinkt alles. Also wer da nicht aufmerksam wird, da weiß ich auch nicht. Ja, ihr Lieben, das war's schon mit unserem Video für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr irgendwelche Fragen zum Produkt habt, schreibt es in die Kommentare. Wendet euch an unsere Store-Mitarbeiter. Wir haben aber auch den technischen Support von Ride Vision und Langenscheid in unserer Videobeschreibung verlinkt. Und ich würde sagen, ja, lasst ein Like, lasst ein Abo da. Bis zum nächsten Mal.